Herzlich willkommen zurück, Leute. Ich habe gedacht, ich wäre mit der Aufnahme schon durch, aber... Granate! Ja, die erreicht uns eh nicht. Sag ich ja. Ich dachte erst, ich wäre... Oh? Dass ich durch wäre mit der Aufnahme, aber nein. Da drüben! Vorsicht! Erst erledigt! Fuck, Digga. Okay, jetzt kommen wohl die schweren Gegner. Da ist er. Da. M1, nach wie vor scheiße schwach, Sturmgewehre. Boah, das ist ja nützlich. Das ist schon geil. Desert Eagle ist schon fucking geil. Ich hab ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Kaliber 50. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Warte, wir bleiben noch ein bisschen. Ich will nur kurz gucken, ob es hier irgendwo einen Schatz gibt. Abgesehen von dir natürlich. Scheint aber nicht so. Gut. Oh, Desert Eagle würde ich so gerne mitnehmen. Aber das sieht vertrauenswürdig aus. Headshot. Das tut morgen. Okay. Da. Von wem werde ich getroffen? Ha. Okay. Okay, der Typ ist immer noch nicht down. Doch, ist er. Okay. Oh Gott. Den Boy will ich nicht lange erzielen. Okay, da hinten. Gut. Mir geht langsam die Munition aus. Ich sehe ihn. Fuck. Fatsch. Oh oh. Okay. Gut, über die mal. Dankeschön. Die scheint nämlich wirklich stark zu sein, die Waffe. Also da hinten habe ich einen Tipp kriegen können. Hä, gib mir doch den Tipp. Ja, wow, Spiel. Das wusste ich vorher auch schon. Das war ja mal wieder echt ein genialer Tipp, Alter. Sag mir Dinge, die ich bereits weiß. Und weg damit. Hat sich schön gedreht.
Ah, da hinten ist ein Schatz, oder? Sorry, ich bin gerade voll gegen das Headset gekommen. Ich bin mir unsicher, ob man sich da festhalten kann. Ich habe keinen Bock, wieder runterzufallen. Ach ja, Leute, hier geht's weiter. Ich muss doch hier mit Sicherheit nicht runter, oder? Oh Gott, wie geht das los? Oh, Scheiße. Verzeihung. Warte mal, kann ich auch... Es wird auf jeden Fall anerkannt, dass er was gegen kam. Aber nein, das ist nicht, dass ich machen soll. Okay. Vielleicht doch hier runter. Ja. Digga, ich hasse das so sehr. Drückst du einmal nicht im Takt. Kommst einmal aus dem Takt und... LOL, jetzt war ich sogar im Takt. Hä? What the fuck? Digga? Junge, willst du mich rollen oder was? Ey, was ist denn das, Alter? Fick dich! Ey, was ist denn das für eine Kacke hier? Digga, schneller drücken kann man nicht. Du Drecksmorchel. Da muss man da zu zweit dran ziehen jetzt, oder was? Mädchen, ran da. Hier. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Okay, lass jetzt los. Langsam! Ah, ich sagte langsam! Ah ja. Man muss es so zweit machen. Oh shit, oh shit. Wäre aber mit diesen Typen. Ja, mir auch. Das war's dann wohl. Schätze, pass auf, da ist ein Wahnsinniger mit einer Waffe. Bitte deine Munition. Dankeschön. Oh fuck, Alter. Ja,
fangt euch gleich alle eine. Kugel, meine ich natürlich. Schön. Na, ich bleib mal bei der jetzt hier. Okay. Puh. So, was bist du? Okay. Pass auf, irgendwo ist ein Wahnsinniger. Los geht's. Boah, Alter, ist der eine nervig. Ja, genau der da. Der gerade im Handy kassiert hat. Das war's für dich. Und die ist für dich. So. Wollte ich dich einfach mal schenken. Weil ihr mir so wichtig seid. Das muss die Bibliothek sein. Dort drüben. Wir können nicht durch den Haupteingang reinspazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Okay. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann! Ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber, oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ja recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Oh, Mist. Fuck. Oh mein Gott. Er ist da drüben! Er darf nicht entkommen! Da! Das war's, Drake! Schießt! Achtung! Na los! Hoffentlich vorwärts. Lohnt sich das! Pustet Pass ihn auf. Weg! Runter da! Gott, du Wahnsinniger! Also manchmal check ich nicht, wieso manches kein Headshot ist. Cool. Oh ja, das hat die jetzt wirklich cool. Boom, Digga. Das kann nützlich sein. Aber ich bleib weiterhin bei der hier. Oh Mann, das wurde aber auch Zeit. Hm. Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sully, merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar. Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut,
Das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Ach, was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub ich. Jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ach, weißt du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie oft Trab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir.